Ja, ich habe heute was für mich super Besonderes. Erstens habe ich aktuell jetzt mal ein neues Setup von Licht und Mikrofon und so. Das seht ihr gerade sehr wenig, weil ich sehr hart reingezoomt habe. Ich hoffe, dass das Video eine gute Soundqualität hat. Wirklich, wirklich, wirklich sehr. Ja, hi. Ich will nicht so lange reden. Ich habe ein TRS Beyond Collector Booster Display in der Hand. Und man sieht auch schon im Titel, dass ich das jetzt öffnen werde. Zu dem Display muss ich halt ganz kurz was sagen. Display wurde mir von dem Store-Owner meines Vertrauens in die Hand gedrückt, von dem Laden Fischkrieg in Siegen, wo ich fast immer meine Sachen hole und auch immer bin. Aber das seht ihr ja an den meisten der Videos hinten dran, steht das ja meistens, weil ich diesen Laden auch gerne unterstütze und da auch sehr oft bin. Gott, sind die hübsch. Ja, Karton packe ich mal beiseite, irgendwo hin. Oh mein Gott, sind die hübsch. Wie viel sind denn das? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja. Ja, gucken wir uns die Teile mal an. Ich habe mir die schon mal ein bisschen im Voraus angeguckt, was da so drin ist und welche Reihenfolge und so weiter. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Es ist auch so, dass ich diesmal halt nicht nur ein Booster aufmache, sondern halt jetzt das komplette Display. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. So, was haben wir denn hier? Oh Gott. Odeal of Mountain Blaze. Man sieht hier schon die Grease Lines. Das ist ja anscheinend normal. Ja, normale Ebene. Ich gehe hier ein bisschen schneller durch als sonst. Gerade was die Kamms und Ankamms angeht. Grey Merchant. Einfach weil die sind in dem Fall etwas unrelevanter und ich möchte das Video ein bisschen upspeeden, weil jetzt so ein 30-Minuten-Video bringt euch halt auch nicht viel. Deswegen werde ich immer die Kamms und Ankamms so ein bisschen vorskippen, bis ich halt hier beim interessanten Part bin. Die beiden Länder. Ich mal hier hin. Und Serpent of Yawning Depth, 6 Mana 6-6. Kraken, Leviathan, Oktopusse und Serpents können nicht geblockt werden. Außer bei Kraken, Leviathan, Serpent und Oktopussen. Okay, interessant. Dann haben wir eine Tarin Taka. Archon Veteran, 3 Mana 3-3 Wachsamkeit. Immer wenn sie angreift, kann man andere Kreaturen tappen und ihr 4-4 Unzerstörbarkeit bis zum Ende zugeben. Und Phoenix of Ashes. Ah, die Foils sind echt hübsch. Ich weiß nicht, ob man die in der Kamera richtig sieht. Ich hoffe es. Die Foils sind echt hübsch. Ja, Phoenix of Ashes. 3 Mana 2-2 fliegend Eile. Für 3 Mana kriegt er plus 2 plus 0. Der hat Escape für 4 Mana. Und wenn er Escape wird, kriegt er eine plus 1 plus 1 Marke. Dann, oh mein Gott. Oh mein Gott, Ashiok. Night Muse. Ich muss mal ganz kurz hier einmal. Dankeschön. So. Nightmare Muse. In alternativer Art Heilige. Boah, geil. Geil. 5 Mana, 5 Marken. Man kreiert einen 2-3 schwarzen Nightmare-Token mit immer wenn die Kreatur angreift oder blockt, muss man die obersten zwei Karten des Decks exilen. Und jeder Gegner. Minus 3 bringt man die Nichtlandkarte auf die Hand zurück und exilt dann eine Karte aus der Hand. Und minus 7 kann man so bis zu 3 Face-Up-Karten spielen. Dann haben wir Dark Source, Blessed of the Sun. Und ein Satyr. Und eine Wall. Ja, das war das Erste. Ich tue das hierhin, den guten Stuff. Ich probiere das Ganze jetzt, wie gesagt, ein bisschen abzuschneiden. Ich bin es gewohnt, normalerweise nur einen Booster aufzumachen und nur bei einem Booster zu reden. Dementsprechend ist das hier was ganz Neues für mich, mal so ein Display aufzumachen, gerade wenn es hier so ein Collectors Display ist. Deshalb nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Ralf von Fischkrieg. Gut, Island, Mogis, Omen of Sun, Sanatree, Schimmermeere, Devourer Memories. Packen wir mal beiseite. Swamp Mountain, ich glaube, dass von denen der Value richtig hart fallen wird. Die sind ja überall drin. Demon of the Loathing, 7 Mana, 7, 7 fliegen Trampel. Und immer wenn der mit einer Kampfschaden zufügt, muss dieser Spieler eine Kreatur opfern. Shatter the Sky, 4 Mana. Jeder Gegner, der eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher kontrolliert, zieht eine Karte und dann so werden alle Kreaturen zerstört. Temple of Enlightenment in Foil. Mit Spuren. Nicht so cool.
Kommt getappt ins Spiel, man kann scryen, macht blaues oder weißes. Das ist eine coole Karte. Daxos, Blessed of the by the Sun und Renata, Call of the Hunt. 4 Mana. Ja, die kennt eigentlich jeder, die Demigötter. Und ein Zombie, die sieht cool aus und ein Human Soldier. Gut. Bei den Demigöttern und den Göttern bin ich, ich weiß nicht, wie viel ich da noch erklären muss. Die meisten Leute kennen es ja und ich denke, da kann man so durchgehen. Gerade weil in den hinteren Slots sucht man eigentlich nur die Götter. Und wenn ich die gefunden habe, sage ich Bescheid. Ansonsten sind es halt eine der 5 Demigötter. Witness, Lantern, Manticore. Hier haben wir einen Sumpf und einen Forest. Dann haben wir Ashiok Forerunner. 5 Mana, 3/3 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Karte nach den Namen Ashiok Sculptor auf 4 auf die Hand nehmen. Ich glaube, die ist aus dem komischen Deck. Dann haben wir Dalakros Craft of Wonders. 4 Mana, 2/4 tappen für 2 Mana. Kann man nur für Artefakte benutzen. Und Kreaturen, die ausgerüstet sind, haben fliegend. Und Eile. Heliod. Oh mein Gott. Oh mein Gott, den wollte ich haben für mein Deck. Heliod Suncrown. 3 Mana, 5/5, Unzerstörbarkeit. Wenn die Devotion zu weiß kleiner ist als 5, ist der keine Kreatur. Immer wenn man Leben kriegt, kann man eine Plus 1 Marke auf eine Kreatur oder eine Verzauberung legen. Und für 2 Mana kriegt eine Kreatur Lifelink. Nice! The First Aura Iroian Games. Ich mag die. Ich finde die so cool. Hier gerade in diesem ägyptischen. Oh Gott. In diesem griechischen Stil. Das ist echt cool. Create a God Gold Token, das ist so traurig. Dann Chosen by Death, the Demigod. Gut. Sehr cool, freut mich. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Ich bin gerade ein bisschen happy. Das merkt man, glaube ich, auch. So, wenn ich jetzt mal dieses scheiß Ding hier aufkriege. Uff, uff, uff. Ich habe also richtig Bock drauf gehabt auf das Opening. Und jetzt muss man echt mal gucken, dass das alles so glatt abläuft. Die ist auch sehr cool, die Laterne. Ein Forest und ein Swamp. Swimmer in Nightmares. 3 Mana 1/4. Solange 10 oder mehr Karten und Friedhof sind, kriegt er +3/+0. Und kann nur. Wow, warum ist so eine Karte hier drin? Krass. Temple of Malus in einem Full Art. Kommt getappt ins Spiel, Scry 1, schwarz oder rot zum Tappen. Eidolon of Obsturation, 2 Mana 2/1, Erstschlag, Verzauberungskreatur. Loyalitätsfähigkeiten von Dying Planeswalker, Dying Gegner kontrolliert, benutzt, kosten 1 Mana mehr. Dann Chosen by Death, heißt das, wir haben eine Foil Colourpath Beloved of the Sun, the Sea. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Ich finde es übrigens ganz lustig, dass ich jetzt immer mal wieder so Videos montags online stellen kann, wie dieses hier. Das sind halt meistens so Special-Sachen. Und da ist jetzt zum Beispiel auch, oh, ich finde, die normalen Länder sind ganz hübsch. Und da sind halt auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel den Smart Hive, der jetzt erst hochgekommen ist, der jetzt erst frei ist. Und ich habe mich gewundert, warum niemand ein Video dazu gemacht hat, weil es den halt noch nicht auf dem Markt gab. Den gibt es halt auch jetzt. So, oh, die Plains und ein Mountain. Ist die Plains verkratzt? Muss ich mal gucken. Dann haben wir eine Tree Shaker Chimäre. Wow. 7 Mana 8/5. Alle Kreaturen, die blocken können, blocken die. Und immer wenn sie stirbt, zieht man 3 Karten. Okay. Nightmare Shepherd. 4 Mana 4/4 in Full Art. Geil. Und immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die ihr kontrolliert, stirbt, könnt ihr sie exilen. Und wenn ihr das tut, kriegt ihr eine 1/1-Kopie, die eine Nightmare ist. Dann Temple of Deceit. Deceit. Kommt getappt ins Spiel. Scry 1. Wir haben eine Menge von den Tempeln. The Akron War. Auch so hübsch. Und Salafid Beloved of the Sea. Schon wieder. Die haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal voll. Ich glaube, so langsam reicht's. Als Playset wollte ich die nicht spielen. So. Na komm. Oh, jetzt mache ich es hier noch richtig kaputt. Oder was? Langsam wird mein Müllhaufen davon auch ziemlich hoch. Wow. Wow. Nicht euer Ernst. Guckt euch das mal an. Ich muss mal gucken, dass ich da rankomme. Das Ding ist einfach kaputt aus dem Booster gekommen. Was ist das denn? Wizards, please.
Das geht ja mal gar nicht. Das Ding ist komplett am Arsch. Wow. Danke für nichts. Aber das hat auch hier einen Kratzer. Also das ist kein richtiger Kratzer. Danke für nichts. Danke für nichts, Wizard. Elsbeth, Undoubted Hero. 5x5 Marken, eine +1/+1 Marke auf bis zu 2 Kreaturenlänge für +2/-2. Kann man eine Karte nach einem Sunlight-Hopliten durchsuchen und ins Spielfeld bringen. Und für -8 kriegen alle Kreaturen, die kontrollierst, +x/+x und fliegen, wobei x die Devotion ist. Aphemia the Cataphony. 2x2/1 fliegend und zumindest Elm Steps kann man eine Verzauberungskarte aus einem Friedhof exilen, aus deinem Friedhof, und man kriegt 2/2 Zombie-Token. Mantle of the Wolf in Foil. 4 Mana Enchantment, kriegt +4/+4 und wenn der Stier auf dem Friedhof fliegt, kriegt man 2 Token. Renata, Call of the Hunt und Porphoros, Bronzegott. Wow, wir haben den Gott in Foil in Alternativen, das ist geil. Das ist geil. 5 Mana, 7/6, unzerstörbar. Wenn die Devotion weniger als 7 ist, ist er keine Kreatur. Alle Kreaturen haben Eile. Für 3 Mana kann man eine rote Kreatur oder eine Artefakt-Kreatur aus der Hand ins Spiel bringen und sie zu Beginn des nächsten Endsteps opfern. Wichtig, die Kreatur kriegt keine Eile. Nur falls jemand das dachte. So, aber man kann sie halt in den Endstep reinbringen, was dann echt cool ist, weil sie dann einfach den Turn überlebt. So, gucken wir mal hier weiter. Hier haben wir einen Mountain und eine Ebene und Atreus Shroud Veil. Das ist die Bayer Box Prom, oder? Nur halt in Non-Fall. Ha. 6 Mana, 4, 7 unzerstörbar. Solange die Devotion zu Schwarz und Weiß weniger als 7 ist, ist es keine Kreatur. Zu Beginn des Endsteps legt ihr eine Coin-Counter auf eine Kreatur. Und immer wenn eine Kreatur mit Coin-Counter stirbt oder ins Exile geschickt wird, wird sie zurück ins Spielfeld gebracht. Okay, cool. Porphyros Intervention für ein rotes und X Full Art. Sucht ihr euch eins aus. Ihr kreiert einen X1 roten Elemental Token mit Trampel und Eile, der am Ende zu geopfert wird, oder ihr fügt 2x X Damage zu einer Kreatur oder einem Spieler zu. Das ist eine gute Karte. Das ist eine gute Karte. Temple of Abandon als Full Art Foil. Kommt getappt ins Spiel, Scry 1, tappen für grün oder rot. Anax, Hardened of the Forge und nochmal Chosen from Death. Den haben wir auch schon voll. Ja, die Karten, gerade hinten die Demigötter und die Götter werden sehr schnell redundant, weil davon gibt es ja nicht so viele. Es sind ja praktisch nur 10 Karten, die hinten in den Slots drin sein können. Aber deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da eben auch mehr als nur einen Gott sieht, aktuell relativ hoch und deswegen hoffe ich mal, dass da auch cooler Stuff drin ist. So. Robbed in Death. Das wird eine Menge Arbeit, das einzustellen. Plains and Island. Und Ironscale Hydra. 5 Mana, 5/5. Immer wenn sie Schaden zufügt, wenn dieser Karte eine Kreatur Schaden zufügen würde, wird der Schaden verhindert und man legt so viel. Man legt eine +1/+1 mal. Ich dachte so viele. Schade. Dann haben wir Polukranos Unchained. 4 Mana, 0/0. Kommt mit 6+1/+1 Marken ins Spiel. Und wenn es escaped ist, kriegt es stattdessen 12+1/+1 Counter. Und wenn Schaden zugefügt würde, während eine +1/+1 Marke drauf liegt, kann man den Schaden verhindern, eine +1/+1 Marke runternehmen. Für 3 Mana fightet er eine andere Kreatur und für 6 Mana kann man den. Das ist eine super stronge Karte. Thrix, das Sudden Storm. 5 Mana, 4, 5 Flash fliegend. Und Spells mit Mana kosten 5 oder höher kosten 1 Mana weniger und könnte gekontert werden. Porphyros Bronze Blooded, nice. 5 Mana, 7, 6, Unzerstörbarkeit. Solange die Devotion zu Rot höher als 5 ist, ist das keine Kreatur. Andere Kreaturen, die ihr kontrolliert haben, Eile. Und für 3 Mana könnt ihr ihn holen. Den haben wir schon in Foil. Plus den Hardened of the Forge. Ja, cool. Die Götter sind gar nicht redundant oder so. Aber, ja gut, was soll man machen? Ein Gott ist besser als kein Gott. Und 2 Götter sind immer noch besser als ein Gott. So, komm schon. Okay. So, gehen wir mal direkt wieder nach vorne. Da haben wir hier einen Sumpf. Ein Forest. Sphinx Mindbreaker. 7 Mana, 6, 6 fliegend. Wenn sie ins Spielfeld kommen, muss jeder Gegner die obersten 10 Karten des Decks in Friedhof legen. Wow, das ist eine gute Karte. Temple of Plenty, auch als Full Art. Kommt getappt ins Spiel, Scry 1, tappen grün oder weiß.
Underworld Breach voll. Ich hasse diese Karte. Die wird Legacy so kaputt machen. Zwei Mana Enchantment. Jede Nicht-Land-Karte in einem Friedhof hat Escape. Die Escape-Kosten sind gleich der Mana-Kosten. Und man muss drei Karten exilen. Zu Beginn des Endes wird das Ding geopfert. Lion's Eye Diamond ist halt leider eine starke Karte. Ja. Heliod's Suncrown. 3 Mana 5-5. Unzerstörbarkeit. Solange die Devotion 5 oder weniger ist, hatten wir schon mal. Nur halt diesmal als. So eine. Und Fassa Deep Dwelling. Wow. Als Foil in diesem. Wir haben gerade zwei Götter ineinander. 3 Mana, 6, 5 Unzerstörbarkeit. Wenn die Devotion zu blau weniger als 5 ist, ist sie keine Kreatur. Zu Beginn des Endsteps kann man eine Kreatur exilen und sie in das Spielfeld zurückbringen. Und für 4 Mana tappt man eine andere Kreatur. Das ist eine gute Karte. Die wird, denke ich, gerade im Modell mit Snapcastern und so weiter. Wenn Dilly klickst, also was, da kommt die bestimmt richtig gut. Mal gucken. Dann. Uiuiui. Da musste ich gerade mal niesen. Das habe ich hoffentlich rausgeschnitten und kurz verschnellert. Dass ihr meine Hand noch seht und ich da nichts ändere. Aber das war jetzt gerade. Was war das denn? Naja. Ein Forest, eine Island, eine Mindrank Harpy. 4 Mana, 3, 2 Fliegen. Zu Beginn des Kampfes in eurem eigenen Zug muss jeder Gegner 3 Karten von seinem Deck in seinen Friedhof legen. Das ist eine fucking Common. Warum? Das verstehe ich nicht. Idyllic Tutor aus Full Art. 3 Mana Sorcery. Man durchsucht seine Bibliothek nach einer Enchantment-Karte und nimmt sie auf die Hand. Ja, als Full Art geil. Und Call of the Dead in Foil. Die Saga. Die Sagen lese ich halt auch nicht vor, weil die halt echt viel Text sind aktuell. Chosen of Death und Renata in Foil. Plus Human. Ja, 2 Stück noch. Ich hätte ganz gern, ich will ja nicht gierig sein, aber ich hätte gern noch, also noch so eine krasse Foilkarte. Wenn das irgendwie ginge, das wäre cool. Statürmantel. Die gute Frau. Dann Sumpf, Forest, Sunlight Hoplite, 2 Mana, 2, 1, Common. Solange es in eurem Zug ist, hat der Erstschlag und kriegt plus 1, plus 0, wenn ihr einen Elspeth Planeswalker habt. Wow. Heliod's Intervention, 2 Weiße und X. Ihr zerstört bis zu X Artefakt und Verzauberung oder kriegt 2 mal X Leben. Ox of the Agunis. Da bin ich mal gespannt. Der wird, glaube ich, richtig krass. Ich habe die ganze Zeit so krass angewinkelt. 5 Mana, 4, 2. Wenn er ins Spielfeld kommt, wirft man die Handkarte ab und zieht 3 Karten. Man kann den escapen für 2 Mana und 8 Karten aus dem Friedhof exilen. Und wenn er escaped ist, kriegt er eine plus 1 Marke. Das ist eine gute Karte. Renata, Call of the Hunt. Und Renata, Call of the Hunt in Foil. Ja, das ist halt, wie ich schon gesagt habe, hinten, die sind halt sehr oft sehr gleich. Kommen wir zum letzten Booster. Dieses, Displays. Bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr zufrieden. Da ist echt eine Menge krasser Stuff drin. Und mal gucken, was das am Ende ergibt. Ich bin da sehr guter Dinge hier, was das angeht. Ein Forest, eine Island, Eidolon of Inspiration. 3 Mana 2-2. Zu Beginn der Angriffsphase kriegt eine Kreatur plus 2 plus 0. Ich verstehe nicht, warum die Karten hier drin sind. Underworld Breach als. Full Art, ja, hi, Underworld Breach, warum tust du mir das an? Creature's Blessing, 3 Mana, wenn ihr ins Spiel kommt, zieht man 3 Karten, immer wenn ihr einen Zauber spielt, verliert ihr ein Leben, und wenn es Target wird, opfert man es. Timiat, Call of the Dead, und die Salafe als letztes. Ja, das war das Opening. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß, und das sind eine Menge geile Karten, und ich habe, oh mein Gott, ein paar richtig, richtig krasse Teile gezogen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über die Bewertung. Wenn ihr irgendwas zu dem Set zu sagen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexed. Ciao, ciao.